Hallo bei Bastis Grill und Koch Channel. Heute machen wir eine Schweineländer Gorgonzola in einem Baconmantel. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Wir benötigen 600 Gramm Schweinelende, einen halben Teelöffel Chili, einen Champignon, 150 Gramm Gorgonzola ohne Rinde, 200 Gramm Bacon, Salz, Pfeffer und etwas Paprika edelsüß. Als erstes müssen wir auf jeden Fall mal unsere Schweinelende parieren. Bedeutet nichts anderes, dass wir hier die Sehne, die wir hier sehen, die muss runter, sonst wird das Ganze zäh, das schmeckt dann auch überhaupt nicht. Wir nehmen einfach hier mal das Ende mit der Hand, fahren mit dem scharfen Messer einfach mal rein und ziehen das einfach durch. Schön unten entlang. Man sieht, kein Fleisch ist dran, sondern wirklich nur die Sehne. So soll es auch sein. Das machen wir jetzt überall, wo Sehne ist. Wir haben sie jetzt befreit. Wir nehmen jetzt einfach mal hier, ich würde sagen, ja, so Messerbreite, schneiden wir jetzt einfach mal hier unsere Scheiben runter. Ja, das kommt hin. Ein bisschen darauf achten, dass sie ungefähr gleichmäßig sind. Und dann geht's weiter. So. Jetzt drücken wir sie im Endeffekt mit unserer Hand, drücken wir sie flach, dass sie ein bisschen breiter werden, weil hier kommt ja dann auch unsere Füllung rein. Das langt auch schon. Dann salzen wir. Pfeffer könnt ihr machen, wie ihr wollt, je nachdem, wie scharf ihr es haben möchtet. Ein bisschen Paprika edelsüß. Upsala, das langt. Dann kommt unser Chili, was wir hier haben. Ein bisschen drüber. Kann man auch weglassen, muss man nicht. Ich mag, wenn ein bisschen Bums dahinter ist. Schadet als nie. Und dann geht's mit unseren Gorgonzola. Und mit unserem Champignon weiter. Jetzt nehmen wir uns mal unseren Gorgonzola vor. Da schneiden wir uns einfach so kleine Kanten raus, so kleine Ecken. Es langt auch schon. Nehmen dann unsere Lende, legen es drauf, drücken es ein bisschen glatt. So ist es schon perfekt. Das ist schon mal so der erste Schritt, den wir jetzt machen, und dann geht's weiter mit den anderen. Das machen wir jetzt mit allen Schweinelenden. Den Champignon schneiden wir einfach mal auf. Das ist jetzt so ein riesen Champignon. Ihr könnt auch kleine nehmen, das ist jetzt egal. Schneiden uns hier auch eine schöne Scheibe runter. Gucken, dass wir das ein bisschen anpassen. Kann auch dick sein, dünner, wie ihr wollt. Legen wir dann alle drauf. So, nehmen wir den. Jetzt haben wir ja noch unsere anderen Hälften hier.
geben wir jetzt oben drauf und drücken das an. So können wir es natürlich jetzt nicht braten. Deswegen Trick 33. Für das haben wir unseren Bacon. Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Ding einpackt. Ich habe es jetzt mal über Kreuz gemacht. Jetzt nehmen wir das Ganze, setzen es in die Mitte, ziehen den ersten rüber und dann die anderen. Na, geh her. Und dann von jeder Seite schön mit Zug zumachen, soweit wie es geht. Wir haben jetzt hier seitlich noch was offen. Kann man tricksen, nimmt man einfach noch eine Scheibe. Und legt sie außen rum und spannt es. Sieht doch gut aus. Eine schöne kleine Bombe. Freue mich schon, wie das Ergebnis wird. Das machen wir jetzt mit dem Rest. So sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Jetzt müssen wir sie nur noch ein bisschen braten, ne? Ja, wie man es halt kennt, hat man was vor, geht's nicht. Es schüttet gerade aus allen Kübeln draußen, deswegen habe ich mich jetzt für eine Pfanne entschieden. Habe gleichzeitig noch den Ofen auf 120 Grad vorgeheizt, damit wir dann unsere Schweineländchen in einem Ofen fertig garen können. Als erstes brauchen wir Hitze hier auf der Pfanne. Ich habe jetzt Stufe 8, Stufe 7 beim Induktionsherd genommen. Ich habe die Pfanne auch schön eingeölt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Die legen wir dann gerade hier rein. Und werden sie jetzt, würde ich sagen, 5 Minuten bis 7 Minuten schön anbraten, damit der Bacon auch ein bisschen kross wird. Wir haben das Ganze jetzt 8 Minuten in der Pfanne. Man sieht schon, es wird dunkel. 2 Minuten lasse ich es noch drin und dann lege ich es in eine Auflaufform. Zeit ist jetzt rum. Wir nehmen die jetzt und werden sie in unsere Auflaufform dann geben. Und der letzte. Also bis jetzt, finde ich, sehen sie sehr gut aus. Ich habe jetzt den Ofen, wie gesagt, ja vorgeheizt. Ich tue sie jetzt rein. Ich schätze mal bei 120 Grad so 15 Minuten. Man kann aber auch die Kerntemperatur messen und da spricht man so ja zwischen 62 und 65 Grad Kerntemperatur sollten sie noch leicht rosa sein, so wie wir es eigentlich haben wollen. 15 Minuten sind jetzt um. Die sehen doch schon hervorragend aus. Wir sind auch bald am Ziel. Ich drehe jetzt mal auf 200 Grad hoch den Ofen. Und dann nehmen wir sie raus bei 65 Grad Kerntemperatur. Jetzt sind wirklich 35 Minuten um. Kerntemperatur ist erreicht. Also ich finde das Ergebnis mega. Ich würde sagen, wir schneiden einfach mal eins auf. Oh, ganz, ganz zart. Wow. Man sieht, es ist noch leicht rosa. Es ist perfekt. Genauso sollte es sein.
Gorgonzola ist auch noch drin, unser Champignon ist drin. Wünsche euch einen guten Appetit, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde noch viele Gerichte machen. Der Sommer kommt. Falls ihr auf was Lust habt oder auch Ideen habt, könnt ihr sie gerne ins Kommentar reinschreiben. Und ich werde es dann auch umsetzen. Macht's gut, bleibt gesund. Gerne könnt ihr auch ein Like da lassen oder ein Abo. Wie ihr wollt. Bis nächstes Mal.